Booker? Und damit herzlich willkommen zurück zu nicht Cyberpunk, Bioshock Infinite. Servus. Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Weiß ich nicht, ob der das ist. Ich denke, der will uns verarschen, oder? Tja, der Mann hat ein Ego. Nee. Mr. Flambeau? Hört sich nach so einem Feuerboom an. Wieso nur bei Flambeau? Wir sind bewaffnet, wenn man ihn kalt. Easy Game. Ich wollte eigentlich jetzt ein bisschen Cyberpunk aufnehmen. Allerdings hat sich das gerade erübrigt, weil die Kontrollpunkte in diesem Spiel eine komplette Katastrophe sind. Work. Einige fragen mich, Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind? Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte zu Preisen, speziell für die Fink-Arbeiter. Mhm, speziell hoch, ne? Guten Tag. Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Sie mit Ihrem Los unzufrieden sind. Was quält Ihr? Revolver. Danke, yes. Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Okay, ich habe leider leichte Lecks hier gerade. Nein. Ich finde das sehr komisch hier alles. Finde den Waffenschmied Chandling. Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? 10 Minuten. Wer bietet 14? Höre ich 14? 10. 10 Minuten. Wer bietet 9? 9. Ich biete 9. 9 Minuten lautet das Angebot. Wer bietet 8? 9 Minuten. Wer sagt 8? 8. 8 Minuten sind geboten. 7,5. 7,5 Minuten. 6 Minuten. 15 Sekunden. 6 Minuten. 5. 5 Minuten 50. Ich schaff's in 5,50. 5,50. Ich sagte 5,50. Jemand unter 5,50? Der Kohlentransport geht an den Arbeiter im blauen Hemd. Schafft er im Leben nicht, Junge. Benötigt wird ein Rohrleger, ein Leck in der Pearl Street. Startgebot ist 20 Minuten. Höre ich 19? 18. 18 Minuten sind jetzt geboten. 17. Das Angebot steht jetzt bei 17 Minuten. 14. 14. Wir stehen bei 14 Minuten. 10. 10. 10. 59. 59. Jemand drunter? 9 und 10. 19. 9. 9. 9. 8, 33. Ich höre 8,33! Der Klempnerjob geht an den Arbeiter im grünen Hemd. Ich brauch den Job. Das ist ein Finkmann, ein effizienter Mann. In letzter Zeit kommen mir eine Menge komischer Ideen. Keine weiteren Jobs für heute. Geht rein! Junge, was war das denn, Alter? Da musste ich kurz mal die Schnauze halten, mir das angucken. Okay. Das war ja spannend, Junge. Arbeitsmarkt, an dem gewettert wird. Ja, komm mal auf den Profil. Danke übrigens. Und ist die beiden jetzt hier oder sind die aber weg? Ich glaube, die sind aber weg. Keine Ahnung. Erstmal den einen Typen da umboxen, Junge. Gut. Servus.
Profil speichert. Ich könnte jetzt hier also beenden. Warum speichert er hier? Da ist wieder eine Chiffre drauf. Dann müssen wir also das Codebuch finden. Ja. Sieht aus, als hätte alles in dem Good Time Club geschafft. Vielleicht finden wir es ja dort. Im Good Time Club. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der Good Time Club ist und wie du darauf kommst, dass es alles im Good Time Club ist. Habe ich nicht gesehen, das Portemonnaie, bin ich ehrlich. Brauchen wir Geld? Ja. Immer. Geld immer wichtig. Danke dir. Irgendwie ist das Spiel gerade nicht mehr so flüssig. Keine Ahnung warum. Den Revolver kriegen wir zum ersten Mal, oder? Wir haben bisher immer nur die Pistole gehabt, glaube ich. Bin ich mir aber nicht sicher. So, Good Time Club, wo auch immer der ist. Hier sind da bestimmt eine ganze Menge Verladekräne, oder? Bin mal gespannt, was Fink von uns eigentlich will. Weil bisher sind wir ja eigentlich gegen Comstock und das heißt nicht gut für Fink. Unzufrieden mit dem Lohn? Seid guten Mutes. Historiker berichten, der Maler Syrah wollte für seine Kunst kein Geld. Und George Washington wollte das Präsidentenamt nur annehmen, wenn man ihm nur $1 pro Jahr bezahlte. Also, haltet Geld. Können wir wohl jetzt nicht rein? Ich würde da schon durchpassen, möchte ich anmerken. Egal. Okay. Warum auch immer ein Geschütz einfach auf mich schießt? Bin ich so gar nicht kawaii? Ich bin hier unten. Bin hier hingekommen, Alter. Gut, kann ich. Du bist nur zusammengeschlagen, naja. Okay, ich wollte mich eigentlich erstmal außenrum umgucken. Bin ich ehrlich. Shantytown, okay. Du bist kaputt. Schnauze. So. Wir gucken uns jetzt weiter erstmal außenrum um. Gefällt mir gar nicht, dass wir jetzt wieder fighten mussten. Aber ich kann die Waffe noch nicht wegstecken. Zumindest wüsste ich nicht wie. Ich glaube, ich habe da nie drüber Informationen gekriegt, ob man das kann. Ein Boxhorn. Früher hatte mich keiner beachtet. Dann dachten sie, ich hätte Lady Comstock getötet. Und alle waren hinter mir her. Ich bin nach Finden und habe mich versteckt. Bin untergetaucht. Je mehr sie gesucht haben, desto weiter bin ich abgetaucht. Das ist das Einzige, worauf sich ein farbiges Kind verlassen kann. Dass es unsichtbar ist. Ja, okay. Verstehe ich. Ich habe die Vermutung, dass Comstock die arme Gattin selber umgebracht hat, weil sie ihm fremdgegangen ist mit, hier, hab den Namen vergessen, wie er hieß. Unserem Kameraden da. Ihr wisst schon, wen ich meine. Greif mich mal jetzt nicht an, bitte. Trefft er nicht durch den Scheiß? Okay, ich kann keine befreundeten Dinge angreifen, oder? Danke. Wollte ich gar nicht haben, aber danke. Wir gehen jetzt erstmal ins The Good Times, in The Good Times Club. Booker DeWitt Audition Today. Okay, wir gehen da erstmal nicht rein. Da sollen wir offensichtlich hin. So, ja, das sind immer noch die gleichen Sachen. Von denen brauchen wir eigentlich nichts so wirklich. Medizinkürze, aha. Das sieht mir hier sehr stark nach einer Näherei aus. Okay. Nee, okay, kann ich nicht verhexen. Lockpicks, was bist du?
Danke. Sie kommt aus dem Rister. Das Lied habe ich noch nie gehört. Ich glaube, niemand hat das je gehört. Zukunftsmusik, ja. Danke übrigens für den Copyright-Claim sehr wahrscheinlich. Zigaretten, doch, ich sehe sie nicht mal. Burst Gun. Auch den sehe ich nicht, Junge. Ich sehe hier gar nichts. Wieso auch immer die Musik da jetzt kurzzeitig drin war. Also gute Musik, ne? Versteht mich nicht falsch. Aber ein bisschen random, ne? Shenlin, da müssen wir hin. Okay, das kann sie nicht knacken, schade. Gut, gucken wir uns mal kurz hier um. Wie sollen die hier eigentlich bezahlen, wenn die nur Dingens kriegen? Also nur... Oh, warte, Sekunde. Okay, nichts, was wir brauchen, schade. Wenn die hier nur Kohlen, also nur Wertmarken quasi kriegen. Da können die sich in so einem Automaten noch gar nichts kaufen, oder? Das ergibt ja verdammt wenig Sinn, denn. Gut. Dann gehen sie mal weiter. Hast du kein Geld, dann verpiss. Danke. Immer. Gut. Bin schon wieder über 1000, Alter. Nice. Es hat nicht zufällig von euch jemand mitgeschrieben, wie viel Geld man insgesamt gefunden hat? Schade. Danke. Das wäre echt witzig gewesen, Alter. Ich muss sagen, ich bin so ein sehr großer Freund von Statistiken. Ja, kann ich irgendwo meine Missionen nachgucken? Ne, sehe ich nicht. Okay, J. Achso, ne, die wollte ich nur mal wieder geben. Ah, warte mal. War das I? Oh. Ziele. Finde den Waffenschmied Shenlin und finde die Chiffre. Optional. Finde die Chiffre. Du hast eine geheime Vox-Code gefunden. Elisabeth braucht eine Chiffre, um den Code knacken zu können. Suche nach der Chiffre. Ausrüstung. Neueste Nachrichten. Sekunde. Munitionsvorteil, dringende Fürsorge. Achso. Karabiner. Aha, cool, wir haben ganz viele Sachen noch nicht gefunden. Einen Schießeisen haben wir noch nicht, einen Repetierer haben wir noch nicht, einen Feuerhagel haben wir noch nicht, einen Burstgun haben wir noch nicht. Dafür haben wir das Präzisionsgewehr fast fertig. Die Schrotflinte auch schon relativ weit, die Pistole relativ gut und das Maschinengewehr relativ gut. Okay. Was ist das hier? Kräfte. Okay, man kann sich spoilern, was es noch alles gibt. Also im Endeffekt haben wir das hier. Das hier. Zurück an den Absender haben wir nicht. Killerkrähen haben wir. Beherrschung haben wir, das ist auch schon voll. SOG haben wir noch nicht. Teufelskuss haben wir aber nicht ausgerüstet. Und Ladung haben wir noch nicht. Okay. Das wollte ich nochmal hören. Kann ich mir das irgendwie anhören? Abspielen, Enter. Ich bin im Besitz des persönlichen Tagebuchs von Comstocks Frau. Es entlarvt diesen Unsinn von wegen Wunderkind als Lüge. Sie hat das Kind nicht geliebt. Es scheint, die geheiligte Lady hätte den Spross des Propheten lieber als Samenfleck auf dem Laken vertrocknet. Als Samenfleck auf dem Laken vertrocknen lassen. Junge, harte Worte, Alter. Okay, aber das ist der letzte. Gut, dass ich das jetzt schon finde. Sehr schön. Einfach mal ein paar Tasten wild durchdrücken. Gut, weil das hier eine Nebenaufgabe ist, machen wir das hier als erstes. Würde ich mal sagen. Noch 6 Minuten. Betritt den Good Time Club. Bereich verlassen. Ich glaube nicht, ich glaube einfach nicht, dass Fitzroy sich an unsere Abmachung hält. Ja, das wissen wir ja. Servus. Wir suchen eine Vox-Chiffre. Entschuldigung. Komm wieder, wenn Showtime ist. Wann ist Showtime? Komm wieder, wenn Showtime ist. Wir sollten wohl später wiederkommen. Nö. Sehe ich mich nicht. Ich komme jetzt. Ich muss mich echt gut umgucken.
Das letzte Mal habe ich diese Wachsschiffe nicht gefunden. Das wollte ich eigentlich machen. Sorry. Okay, hier ist aber alles zu. Das ist ja nicht so günstig. Ja, ist immer noch nichts Neues. Okay. Kurz mal da reingucken. Verbrechen kommt nach Shantytown. Im Arbeiterviertel Finken, grassieren Bettlei und irgendwas anderes. Zerstörung von Fink MFG-Eigentum. Und Schlimmeres. Fink gibt dem Sicherheitschef die Schuld. Der Boss duldet kein Versagen. Okay. Danke, Elisabeth. Okay, kurze Realitätsüberprüfung. Wird das Ding schon hier gewesen sein? Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich erst dahinter. Das heißt, wir machen jetzt als allererstes mal die Hauptmission weiter, glaube ich. Vielleicht speichert der Bums dann ja auch mal. Ich glaube, er speichert jedes Mal, wenn man in den Laden rein und raus geht, oder? Ich hoffe es. Ja, tut er. Nice, okay. Das heißt, maximal muss ich 4 Minuten nachspielen. Das ist besser als meistens. Bin ich ehrlich. Ich spiele mich echt oft echt viel nach. Okay, Shinglin. Hallo, mein Freund. Also, du bist ja nicht da. Zumindest theoretisch bist du nicht da. Pistole wollen wir nicht. Danke. So, guten Tag, Kidster. Nehmen wir mal das. Ich muss dringend mit diesem sogenannten falschen Hirten sprechen, der so viel Ärger macht. Wir haben genug Probleme, auch ohne dass dieser verdammte Narr die Stadt zusammenschießt und die Schuld der Box in die Schuhe schiebt. Hä? Obwohl, wenn er uns entgegenkommt, ja, dann könnte er genau der Mann sein, den wir zur Lösung unserer unmittelbaren Probleme brauchen. Okay, wir betreten mal die Waffenschmiede. Ich hoffe nicht, dass hier nach einer Cutscene angeht, weil ich würde jetzt gerne erstmal den Part beenden. Ja, gut, heute etwas kürzerer Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!